Bedienungsanleitung, alles dabei. Der ist knapp 30 Jahre alt, aber echt guter Zustand, wirklich. Der Herr, der hat ihn gut gepflegt. Ja, warum auch immer ist dann, hat sich die Schwimmernadel gelöst. Deswegen wurde er als defekt verkauft. Moin Leute, neues Gerät auf dem Kanal. So ein schöner Vertikutierer mit einem Tecumseh-Motor drauf, die werden gar nicht mehr hergestellt. Habe ich vor ein paar Tagen kurz vor der Arbeit geholt. Da wollte der Verkäufer 40 Euro für haben, Verhandlungsbasis. Für 30 habe ich den bekommen. Und ja, was war der Fehler? Der Fehler war, dass hier im Vergaser die Schwimmernadel nicht richtig drin saß. Das war der Fehler, der lief nur auf Vollgas und ist dann ausgegangen. Jetzt läuft er richtig gut. Und jetzt bei der Gelegenheit kann ich hier gleich dieses Stück hier vertikutieren. Hier ist viel Moos dazwischen. Guter Test. Los geht's. Benzin. Du sagst es. Ich habe ja gar nicht viel reingemacht. Guck mal, wie viel Moos. Jetzt brauchen wir noch. Ja, das ist kein Rasen. Das ist wirklich alles Moos. Ist das? Soll ich das mal fertig machen? Was? Was willst du fertig machen? Ich habe ja Rasensamen. Nee. Ich mache die Ecke fertig hier. Wunderbar. Top-Rolli, ne? Ja.
Gib fünf. Gib fünf. Gib fünf. Komm her. Gib fünf. Sei kein Fauler und gib fünf. Gib fünf.